Ich kann es kaum glauben, aber die 2 Tage Kickoff-Kongress der Female Football Academy neigen sich in diesen Minuten dem Ende zu. Wow, das waren echt interessante Beiträge, unfassbar viel Input und was für ein wahnsinniger Startschuss. Ich würde einmal resümierend kurz nochmal festhalten, was wir uns alles über die letzten 2 Tage an Input angeschaut haben. Es ging einmal los mit dem Thema Diversität, Empowerment und Gleichstellung. Wir hatten mit an Bord Tugba Tekka von den Scoring Girls, Lisa Kalina von Aqualytics, von den Sportfrauen war Nina Probst mit von der Partei, Nia Künzer, die auch Laureus repräsentiert hat, und Christian Rudolf vom LSVD. Danach ging es weiter mit dem Thema Spielerinnenberatung von Jörg Neblung von Femileven, was ein ganz wunderbarer Einblick war und wunderbare Appelle auch ausgesprochen wurden. Christine Lehmann hat uns einen Einblick gegeben über die Berliner Fußballverbandslandschaft, was für Investitionen noch getätigt werden müssen, wo kreatives Denken gefragt wird und welche Veränderungen im Frauenfußball passieren und auch weiterhin passieren müssen. Alison Weber hat aus New York uns einen fantastischen Einblick gegeben über die Strukturen des College-Fußballs in den USA. Und in dem Gespräch mit Tabea hatten wir die Möglichkeit, uns über Strukturen auszutauschen, über eigene Vorbilder, den eigenen Weg auch und wie man die Theorie in die Praxis umsetzen kann. Heute fing der Tag an mit einem Überblick über den Mädchenfußball zwischen den Ländern. Wir hatten ganz wunderbare Initiativen und Projekte dabei. Der BMFV war mit am Start, Kick mit aus Österreich, Safe Hub bzw. Girls Hub aus Berlin, Raumfunk aus der Schweiz, Footballo Girls aus Deutschland. Und dann ging es weiter mit dem Thema Sponsoring im Frauenfußball. Auch da, welche Strukturen müssen aufgebrochen werden und welche Werte vermittelt der Sponsoring nach außen wie nach innen. Svenja Schlenker hat uns von Borussia Dortmund erzählt, wie ein Neuaufbau einer Mädchen- und Frauenabteilung in einem Männerverein aussieht, mit ganz vielversprechenden Einblicken und einer Präsentation, auf die ich mich vor allem besonders freue, da nochmal drauf reinzugehen. Alina Schwärmer hat uns als freie Journalistin sehr viele Impulse gegeben, wie ein zukünftiger Fußball ganz anders gedacht werden kann und nicht immer den Männerfußball als Norm zu nehmen, sondern da einen wirklich freien Ansatz zu wählen. Und der Abschluss war mit Julia Eyre auch ganz wunderbar, um reinzublicken, wie der eigene Hormonzyklus dazu beitragen kann, die eigene sportliche Leistung noch zu optimieren, was einerseits für SpielerInnen, angehende SpielerInnen, aber auch für TrainerInnen und vor allem auch die männlichen Akteurinnen sicherlich mit viel Einsicht und Information und gut war. Das war's. Der Kickoff-Kongress der Female Football Academy. An dieser Stelle noch einmal Dankeschön an die Medienpartner, danke an sportfrauen.net, danke an den Ticker. Danke an die 11 Freunde. Natürlich auch ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle an Andreas Gebhardt, den Gründer der Female Football Academy, und Chantal Hoppe. Und ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite auch nochmal an euch alle, Sie alle da draußen, an die Teilnehmenden und natürlich auch der Blick in deine Richtung, Tabea. Vielen, vielen, vielen Dank für deine wunderbaren Einsichten. Ich bin so froh, dass du diesen Female Football Academy Kongress mitbegleitet hast. Danke. Den Dank kann ich nur weitergeben, Jolanda. Ich glaube, dass wir auch zeigen konnten, wie schön oder wie viel Spaß es bringen kann, einfach diverse Einblicke gewinnen zu können, das gemeinsam hier im Austausch auch zu euch nach draußen gegeben zu haben. Und ich habe ganz, ganz großen Dank an euch draußen, beziehungsweise virtuell, auf das, dass wir uns bald wiedersehen und auch mit dem ganz klaren Appell, beziehungsweise auch danke erstmal für euer Engagement mit dem Appell, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir auch diesen Weg weitergehen müssen. Er ist nicht immer asphaltiert, aber
auch dennoch Offroad werden wir das auch bewerkstelligen können. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Du hattest es gerade schon angesprochen. Weiter, wir wollen uns nochmal sehen und deswegen nochmal der Aufruf. Es gibt am 9. Juli den Think Tank von der Female Football Academy. Alle Informationen findet ihr dazu online und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen.